Jo Leute, jetzt geht's los. Der erste Tag im Studio. Geh jetzt gleich rein. Und dann geht's los, der erste Tag. 21 Mikrofone haben wir hier. Guckt euch das an. Hier die Overheads schweben über den Dingen. Hier Tom-Mikrofon, hier krasse Dinger, die richtig spacig aussehen. Boah, cool. Hier in der Bassdrum auch noch ein paar. Kann man das so sehen? Guckt euch das an, da liegt sogar noch eins in der Mitte. Der erste Song ist im Kasten. Geil. Jetzt nur noch 10-mal das Gleiche und dann ist es schon erledigt. Ich bin gespannt, wie weit er schon ist. Ob er mit dem Album schon durch ist. Die ersten zwei Songs sind jetzt im Kasten. Der Prolog auch. Also eigentlich haben wir schon 3 Sachen fertig. Und es lief echt gut. Ich bin, ja, positiv überrascht. Wenn ich gleich aufschlage, wie viele Songs sie vielleicht schon geschafft haben oder ob sie noch beim ersten sind. Und der Dennis ist auch da. Und was hat er in der Hand? Eine Kamera! Hey! Und natürlich auch wieder am Start ist der Marc. Guten Tag. Hallo. Großartiges, was er hier vollbringt. Immer. Guckt euch das an. Das sind die Hände eines Künstlers. Jetzt kommt Light of Hope dran. Seid gespannt. Nein! Kannst mir gar nichts vorschreiben. Wartest du jetzt Explosionen an den Drums? Erwarte ich. Wenn nicht, dann brechen wir ab. Wir liegen, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Wir haben echt schon einiges geschafft, finde ich. Hätte ich gar nicht mal so erwartet. Das ist doch ganz schnell. Also, schnell. Problemlos geht's, so mein, das meine ich damit. Das ist, ja, gut vorbereitet zu sein, scheint doch Zeit. Scheint doch was zu bringen, ja? Ich wollte es ja erst nicht glauben. Leute, merkt euch, Vorbereitung bringt zumindest im Studio was. Im Leben nicht, aber im Studio dann doch. Ja, Leute, was soll ich sagen? Tag 1 ist geschafft im Studio. Anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es ging ziemlich gut, fand ich. Bin jetzt einfach mal auf morgen gespannt. Ich dachte halt an so ein da. So wie ich es eigentlich machen wollte. Zwei. Ja, das ist glaube ich noch besser. Den würde ich gerne nochmal machen. Das wird noch rüber. Marc, ich glaube, das ist besser so. Ja? Aber was meinst du? Auf jeden Fall. Also ich finde, es hat einen schöneren punchy Einstieg wieder für den. Genau, das heißt, das hat gerade die Gitarre, dieses genau. Jetzt geht's mal wieder los, ja. Und nun kommt ein ganz großartiger Part, und zwar der Nico hat ja einen Song, wir haben ja einen guten Akustik-Song, und da wird ja der Cajon gespielt, da setzt sich Nico auf die wunderschöne Holzkiste und trommelt da ein bisschen drauf rum. Wir werden mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen was rausholen aus dem Percussion-Abteil. Ja. Komm Nico, bitte noch zum richtigen. Wenn ihr euch wundert, was ist das für ein Percussion-Instrument? Es ist ein Wenn wir den Schraubwiesen hören wollen. Du hast es geschafft. Ich bin tatsächlich fertig mit Schlagzeug einspielen. Und ja, da wo mein Schlagzeug stand, da nebenan,
Da steht jetzt gar nichts mehr. Alles schon wieder eingepackt, wird erst gleich noch ins Auto geschmissen und dann bin ich durch. Lief gut insgesamt, ich bin echt zufrieden. In dem Sinne geht die kleine Reise hier ins Land von Nico und seinen Drumaufnahmen jetzt zu Ende. Hoffe, war okay. Bis denn.